hier zur Pokémon Trading Card Game, die Tinbox von Kaburiki GX. Und wir werden sie öffnen und schauen, was da alles auf uns zukommt. Kaburiki GX mit Luftspur, sehr gut eigentlich, kommt sofort als aktives Pokémon, kann so viele Blitzenergie auf sich drauflegen, wie er will. Die GX-Attacke, diese Attacke für 50 Schadenspunkte, mal der Anzahl der an alle Pokémon deines Gegners angelegten Energie zu. Sehr gut für ein spätes Comeback, außerdem kommt er ja einfach so mit 3 Energien, kann er auch dann noch seine normale Attacke mit 130 Schaden einfach zufügen. Ziemlich gut. Gut. Dann sind hier 2 Stunde des Wächters, ein Sonne und Mond und dann noch ein Evolution GX. Hier, dass wir das sehen, oder sehen wir lieber den. Gut, machen wir zuerst mal natürlich Evolution GX. Die älteren Packs. So. Okay, wir haben hier mal ein Nebulak, ein Quapsle, Voltoball, Hornlio, Ratzfratz, ein Pikachu und ein Glurak X. Wow, okay. Mit Flügelschlag, Brandbombe, 150. Ein Glurak X hier. Mit dem ersten XY Booster Pack. Den legen wir hier gleich her. Ja, Rokkos, Durchhaltvermögen, Kapuzzi und dann noch Wartung. Glurak X. Ich bin ein ziemlicher Glurak-Fan. Auch wenn ich manche Decks nicht wirklich machen kann, weil er braucht so viel Energie. Aber naja. Gut, dann das nächste war das Sonne und Mond mit Flamiao, Enton, Frubal, Yorklef, Dratini, Aranestro. Verhindert alle Schaden, der dieses Pokémon durch Attacken von Feuer-Pokémon seines Gegners zugefügt wird. Ziemlich gut eigentlich, wenn man wirklich gegen Feuer kämpft. Und Kolossand mit sandfester Fähigkeit. Eine Energie, Rockein, Blipper und EP-Teiler. Nun Stunde der Wächter. Stunde der Wächter. Machen wir das auf. Okay. Mit Lilminip, Uratütox, Macholo, Kleinstein in der Alola-Form, Pampuli, ein Schwalboss, sehr schön, und ein Koriogel, eine Feenenergie, Hypno, aber Koalelo, okay. Rettungstrage auch nicht so gut. Gut, noch eine Stunde der Wächter, das letzte Booster für diese Tinbox. Okay, ups. Sieht man her, wie gut ich das aufgemacht habe. Gut, am Anfang ist es ein Schnäppke, Formio, Gelatini, Kramurx, oh, okay, ein Molonk. Plätscherhügel für Kampf- und Wasser-Pokémon. Man kann einfach Pokémon, Basis-Pokémon suchen mit dieser Karte. Und Tortunator. Feuerenergie, Lanterneco, Tentoxer und Toptrank. Okay, es nimmt zwar alle Energien, aber es heilt ihn immerhin. Gut. Die Tinbox-Karte, Kaburiki GX und in der Pokémon XY Glurak X-Karte. Sehr schön. Das war's. Nächstes Mal kommt die Kaputoro-Box. Und einfach nur einschalten und schauen, was so immer kommt. Sagt mir in den Kommentaren, was ihr noch gerne sehen wollt. Ich habe außerdem noch Yu-Gi-Oh-Karten. Spiele auch das online. Ich spiele auch Pokémon online jetzt wieder. Und werde da jetzt einkommen. Werde da die Karten natürlich wieder ein Deck zusammen machen. Kaburiki-Deck. Vielleicht ein Glurak-Deck oder so. Ich habe derzeit ein Pflanzendeck mit Gewaldro. Ziemlich gut. Mit Ariados-Kombo natürlich. Ist noch alles in Standard. Natürlich auch erweitert. Und ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr sehen wollt.